Sache. Der ist leider nach 4 Jahren wiedergekriegt. Akku ist immer noch voll und ich will mal gucken, ob diese der hier noch im Jahre 2016 schlägt. Lustig, lustig. Wie viele Geräte hier noch mit Webzugang unterwegs sind. Wo gehen wir denn als erstes hin? Wie wär's mit was leiten wir? M-Punkt Zeit.de. Ja. Mal sehen, was passiert. Oh, geil. Das sieht hardcore aus. Text! Ohne Ende Text! Nö. Boah. Hier kann man ja scrollen. Heilige Scheiße. Und das ist so träge wie eh und je. Vermutlich noch träger, weil die Seiten heute noch anspruchsvoller sind als... Wann kam das raus, das Ding?
versteht ihr nicht. Auf jeden Fall kam es früher aus, circa 10 Jahre zurück. Und wo? Das Ding baut ewig. Starten wir es mal neu und gucken uns eine andere Seite an, die garantiert gehen wird, weil sie fast nur aus Text besteht. Oder nur aus Text. Und wenn die nicht geht, dann wundere ich mich echt. blog.fefe.de. Ja, geil. Eine der wenigen Seiten, die garantiert noch hiermit funktionieren dürften. Weil Fefe nix von CSS oder JavaScript in seinem Blog hält. Und damit selbst der publikste Browser aus dem Jahre 85 funktionieren müsste. Geile Scheiße. Versucht man hingegen was Anspruchsvolles zu laden, kackt das Ding gleich ab. Mal gucken, ob man da noch was einstellen kann. Was gibt's denn da noch Schönes? M.F. Nee. Ja doch. F.A.Z. Oder Börse.de. Das sollte gehen. Börse.de. Der müsste mir dann auf Börse Mobile verlinken und die müsste eigentlich auf jedem Popelgerät genauso gut funktionieren. Yep. Funktioniert noch. Der Aktienindex heute oder der Aktienkurs vom DAX. Selbst die ist träge. Meine Güte. Da hätte ich mehr erwartet von dem Ding. Selbst wenn alles deaktiviert ist, ist es lahm wie sonst was. Da habe ich wohl dem Opera-Browser hier von Anfang DS zu viel zugetraut. Gute Lust.
ist aber schnell rot geworden. Na, der Akku hat über 4 Jahre so gehalten, das ist schon beeindruckend. Also was Akkus angeht, kann man Nintendo nichts vormachen. Deren Technik ist zwar überteuert, aber sie ist ausgereift. In mancherlei Hinsicht. Jeder Handy-Akku wäre in der Zeit 3.000 Mal abgesoffen. Hier kann man ja doch mal was lesen. Okay, auf dem Video hier nicht. Ist auch mit der Handykamera aufgenommen, aber es lädt. Wenn auch ziemlich langsam. Ja. Was mir nicht gefällt, ist, dass man JavaScript nicht deaktivieren kann, dann würde es noch schneller gehen. Dort, damit muss ich leben. Ist ja auch nur zur Demonstration hier. Oder aus Spaß. Auf jeden Fall kann ich hier lesen, das ist schon ganz geil. Aber es braucht halt einen webkompatiblen Access Point und den will man sich nicht freiwillig aufstellen. Also ist das mehr zum Jux als für alles andere. Geht noch was? Ich guck mal, ob eBay geht. Nein, diesmal nicht. Vermutlich wird es jetzt abschmieren, doch damit muss ich leben. Schwer erkennbar, aber für dieses Mobilgerät wird die mobile eBay-Seite nicht mehr unterstützt. Interessant. Also, manches geht gar nicht mal mehr, weil der Browser-Agent viel zu veraltet ist. Tja, was gibt's denn dann noch? TV-Mobi vielleicht? Scheint auf den ersten Blick zu laden. Und tatsächlich, da kommt sogar was. Krass. Soundprogramm. Champions League. Ach ja, stimmt, ja, heute spielt der Gladbach. Champions League, dann kommt noch Hotsides Crasher auf Max. Das war immer cool, dass man hier über beide Bildschirme gucken konnte, aber leider war der Browser dann noch nie wirklich gut. Simpsons wie immer auf Neo kommt irgendeine Krankenhausserie. Auf RTL kommt dieselbe Scheiße wie immer. Sat1 derselbe. Pro7 kommt
Der Comedy-Dienstag, wie immer. Fast nichts Interessantes. Aber was halt. Spieler, Trick und Musik, bla 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 bla. Kann man laden bestimmt. Gucken. Da kann man nicht drauf drücken, was soll's. Versuchen wir noch eine Adresse und dann war's das. LWN, was zu funktionieren. Und falls nicht, Pech gehabt. Yo. Wusste doch, auf die Linux-Community ist Verlass, bei denen geht noch was, selbst mit alten Krempel. Scheiß Fokus von der Telefonkamera hier. Welcome to LVNet. We support a new site dedicated to producing the best coverage from within the Linux and free software development communities. Blah 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 blah. Und was haben wir da? Das Merge-Window für den 4.8er-Kernel schließt sich. Destry News, gehen wir mal da drauf. Da steht es auch. 2006 wurde der gemacht. Zusammen mit dem DS, mit dem Original. Gute Lust. 10 Jahre habe ich das Teil schon. Und damals wollte ich es unbedingt haben, damit ich vom Bett aus im Internet surfen kann. Meine Güte. Heute ist das ein kleines Sammlerstück, würde ich sagen. War nichts mehr wirklich für Nutzer, aber geiles Teil trotzdem. Weil es das damals so noch gar nicht gab, das war noch vor den Smartphones richtig. Ja. Ihr habt gesehen, es funktioniert noch einigermaßen, aber heute ist, glaube ich, jedes Billig-Smartphone für 30 Euro besser als der Browser hier. Als Gag ist es trotzdem noch ganz lustig zu gebrauchen, oder wenn man im Netzwerk, im LAN-Netzwerk irgendwas Kleines hat, wie zum Beispiel MPD, da müsste es auch noch funktionieren. Vielleicht kann man es dafür gebrauchen, ansonsten nicht wirklich zu gebrauchen. Oder empfehlenswert. Na gut, das war's dann. Auf Wiedersehen.